Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Enchanted Arms. Ich begrüße euch in der wüstigen, staubigen, sandigen, total heißen Stadt Junk City, wo wir in der letzten Folge angekommen sind, in Yukis Heimat. Sie hat uns direkt nach unserer Ankunft hier verlassen und stellt euch auf eine Folge voller Sightseeing und voller Dialoge ein, nachdem uns London Sightseeing technisch oder zumindest mich doch ziemlich enttäuscht hat, weil ich da etliche Sehenswürdigkeiten vermisst habe, wo ich mir erhofft hatte, dass wir denen dort über den Weg laufen. Mal ich mir von Junk City eine ganze Menge aus und wir gucken mal, was die Dorfbewohner uns so zu erzählen haben. Wir können hier, sehe ich gerade, auch in die ganzen Türen reinlatschen. Dann fangen wir hier mal an. Look at all these notes and rules. Pay back what you borrow, a law of society. Hm. Tja, dazu mal, da kommt ein kleines Köpfchen wohl ins Grübeln. Okay, du sagst nichts anderes. Ich verstehe. Vielleicht können wir dann doch nicht rein. Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Hey there, where did you drift in from? Anyway, welcome. Welcome to Junk City. Dankeschön. Money is everything here. Where you're from or your previous experience mean nothing. Work hard and you'll do fine, okay? Okay, ich habe schon verstanden, du redest ein bisschen wie Yuki, wenn ich das mal so sagen darf. Also zumindest inhaltlich. Oh, hallo Wüstenfrau, du kannst nicht gucken, du hast da was auf der Augen. Girl with a cunning look. The oasis is the only good thing in this town. The water belongs to no one. You can find it over there. Where I'm from, the water belongs to the rich. You can't use it freely like here. It's a place called London City. Have you ever been there? Oh ja, nicht nur einmal, gute Frau. You've just got here, right? I can tell. I've not been here too long myself, but it's got me already. I'll give you one warning. You can do whatever you like here, yes. But others can do whatever they like too, to you, if you're not careful, understand? Okay, willst du mir etwa drohen, gute Frau? Ich glaube, dass du gegen meinen überaus mächtigen rechten Arm sowieso dich nicht zu wehren weißt oder nichts auszurichten weißt. Also nimm den Mund nicht zu voll, gute Frau, sonst wirst du es irgendwann bitterböse bereuen. Oh ja, und das ist, sieht hier verdammt nach Hitze aus und ich bin ja jetzt als Person Negoya überhaupt gar kein Freund von überaus heißen Temperaturen. Das einzig Positive, was ich mit Sommer assoziiere, sind eigentlich Festivals und Grillen und da hört es aber auch schon auf. Very strong man. What's your problem, huh? You think you can take advantage of me like that just because we're brothers? Oh, jetzt muss ich wieder schlichten. Dass die Leute aber auch nie friedfertig miteinander umgehen können. Ja, wir mischen uns mal ein. Hey, come on, guys. No need to fight. Stay out of this. This is between us brothers, alright? Brothers? Huh, I'm going to kill you. Oh, yeah. Give it your best shot, then. Oh, hör zu mal, deine Ratlosigkeit kann ich gerade absolut nachvollziehen. Wir gucken mal, wie die reagieren, wenn wir uns raushalten. Better not get involved in this. You want to die, do you? Come on, then, if you think you can. Knock on wood. Wow, die sind hier alle, ja, sehr interessant gepolt. Born salesman. Hey, I haven't seen you around here before. More people means more competition. You're not planning on hanging around, are you? Why don't you save yourself the humiliation and leave? Man, ihr seid alle ganz schön unfreundlich. What do you want? I don't have time to mess around with you. Ist ja gut, ich gehe gleich in der Ecke und weine, weil ihr alle so böse zu mir seid. Du siehst freundlich aus. What do you want? If you're looking for idle conversation, you won't find any here. I'm hungry and in a bad mood. Oh, okay, nicht mal du bist nett. Girl who eats 5 times a day. Hey, das könnte ja fast ich sein. Sagst du noch was? No meals today either. I can't work like this. I'm not going to find any junk like this. I wish I were rich too.
Oh, dann bist du ja aber, glaube ich, falsch. Weil irgendwie, naja, obwohl, hier kann man ja auch recht schnell reich werden, wenn ich den einen oder anderen hier schon richtig verstanden habe. What are you doing here, impossible? What now? You look like you've seen a ghost. Oh, sorry. You look just like a friend of mine, but, well, he's dead. Hey, can you see through me? I'm alive and well, buddy. Yeah, I'm sorry. His sister left the city soon after, but I see that she's back now. I saw her running toward the north. Azuma ist wirklich sehr ungesprächig bisher, seit wir hier Junk City betreten haben. Ist er reifer geworden oder verschlägt es ihm einfach nur die Sprache? Ich bin mir unschlüssig. Hallo, happy old lady. Oh, you're back. I haven't seen you for years. Sorry, lady. I think you've got the wrong person. Oh, I'm sorry. Someone who looks just like you used to live here. He had a sister too, but I haven't seen her recently either. Okay, das ist schon zweimal der Fall, dass wir irgendwie verwechselt werden mit jemandem. I thought you died in that accident, but here you are alive and well. There was a funeral and nothing to bury, but a grave all the same. But you didn't die, did you? Or have you just come back to life, perhaps? Look, you've got the wrong person. Oh, die arme alte Frau. Oh, okay, der hat uns schon mal angepöbelt, den laber ich jetzt nicht nochmal an. Hallo. Oh, I've been robbed again, blasted pickpockets. This is the third time this month. I can't live like this. I don't think I'm cut out to live here. I have to make some changes tomorrow. Okay, also Entspannung sieht ein bisschen anders aus. Irgendwie gefällt mir diese ganze Mood hier nicht so wirklich in dieser City. Boy with a vivid imagination. You hoodlums! Come to kidnap me, have you? You get no ransom for this boy. I can't afford anything, okay? Girl who wants to live in the city, aha. The kidnappers are back again! Come on, there are far better targets than us out there, okay? Ach, Leute, irgendwie geht ihr mir alle gerade tierisch auf den Zeiger. Gibt's ja auch normale Leute, mit denen man sich mal unterhalten kann. Man with many enemies. Ach, mit dem haben wir schon gesprochen. Irgendwie muss der an uns vorbeigelatscht sein und ich habe den übersehen. Ja, wir haben jetzt hier zwei Wege, wenn ich das richtig sehe. Wenn wir hier hinten entlang können. Nein, die lassen uns leider nicht die Treppe hoch. Warum auch immer, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Treppe irgendwann mal besteigen können. Oh, wir haben ein riesiges Gebilde inmitten dieser Stadt. Also wenn das denn die Mitte jetzt darstellen soll. Wo tummeln sich eigentlich unsere Leute rum? Also Raiga ist hier direkt vor unserer Nase. Oh, und das scheint noch ein bisschen weitläufiger zu sein. Hallo, interfering man. You don't know your way around yet, do you? Junk Mountain is in the north. The mansion in the south belongs to Die hatten das in der letzten Folge, ist der Name schon mal gefallen. Fubile oder so, ich bin mir nicht sicher. To the west lies the desert. Cross the desert and you get to Kyoto City. Climb the ladder over there to get to the lookout, where you can see the whole city. Okay, danke für die Hinweise. Oh, okay, und der sagt jetzt nochmal genau das Gleiche. Ja, okay. Das heißt, wir werden hier Tatsache noch durch ein Wüstenareal laufen. Ich hatte ja spekuliert, bevor wir Junk City betreten haben, ob wir noch eine Wüste full of enemies sozusagen betreten werden. Und das scheint dann der Fall zu sein. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir dort Gegnern über den Weg laufen. Oh, und da unten, das sieht mir ganz stark nach Marktplatz aus. Ich guck mal erstmal, was Raiga uns mitzuteilen hat. Hold on, why aren't you with Karin, Raiga? She said I was in her way during her shopping. So I'm watching over Lady Karin from back here. Raiga? I think you'd better stop that. You look like a stalker. Ja, durchaus.
Okay, kein weiterer Dialog, schade eigentlich. Ich finde die Gespräche wirklich absolut, absolut köstlich, wenn es irgendwie um Rhaegar und Kareen geht, beziehungsweise Rhaegars Fixierung auf Kareen. Oh, und wir haben einen Shopping Crystal mit nichts Neuem, wenn ich das richtig sehe. Was ist das hier eigentlich? Ach so, das macht HP und EP voll. Oh, das ist aber richtig, richtig teuer. Das hier wäre vielleicht noch eine Überlegung wert. Also dieser Guards Nektar, falls wir jetzt nichts haben, was wir sonst kaufen möchten. Ah, aber ich glaube, ein bisschen was gab es hier noch. Hier gab es einmal diese super teure Attacke für Yuki. Und wir haben hier noch eventuell Verstärkungen zu kaufen, die aber wieder ganz schön viele Gems von uns einfordern. Ich glaube aber, dass ich das trotzdem kaufen werde, weil Itsuma einfach irgendwie immer in unserer Truppe mit dabei ist und das erscheint mir jetzt gerade irgendwie... Irgendwie erscheint mir das sinnvoll, ja. Und wir haben eine Menge neuer Golems gefunden jetzt im letzten Areal. Aber da ich jetzt nicht sehen kann, was die eigentlich können an Attacken, obwohl, wartet mal, wenn ich jetzt einmal auf A gehe. Ah doch, dann kann ich mir doch den Status angucken, so war das. Ja, aber die müssen mich auch optisch irgendwie reizen. Das hier ist mein Buggy-Golem immer noch. Der wird seinen Ruf auf ewig weg haben. Nö, irgendwie gefällt mir keiner von denen. Ach, hier sehen wir Itsumas neue Waffe und ja... Hier sinken die HP nicht so dramatisch, wie das bei Rhaegars letztem Waffen-Upgrade der Fall ist. Und die erstelle ich definitiv. Damit hat er Wildfire, damit hat er eine neue Waffe, die ihn in meinen Augen auch tatsächlich stärker macht. Und die kann ich ihm ja auch gleich mal anlegen. So, wie ging das nochmal? Itsuma und Weapon und Wildfire. Yes, baby. Oben rechts sehen wir übrigens, wie sich das auch optisch verändert. Und ja, Wildfire sieht bis jetzt am coolsten aus, wie ich auch finde. Also haben wir auch noch ein visuell sozusagen ein Upgrade gleich mit eingekauft. Oh, und die haben massenweise SP. Das habe ich in der letzten Folge offensichtlich versäumt, nach oben zu schrauben. Ja, was tun wir jetzt? Er kriegt einmal hier ein Upgrade. Ach, Mann, und ich wollte eigentlich noch einmal EP nach oben schrauben. Und da fehlt auch nicht mehr viel. So, oh, hier hat sich ja einiges angehäuft. Das habe ich in der letzten Folge, ehrlich gesagt, ein bisschen verpennt, hier noch nachzusteuern. Aber das soll uns nicht weiter stören. Oh, dieser Golem, ich glaube, also von diesem Golem bin ich echt absolut begeistert. Die Flammenflatter ist mit Abstand mein neuer Lieblingsgolem. Vielleicht habe ich das vorher schon mal erwähnt, aber ich werde es immer und immer wieder erwähnen, weil es einfach mal total betonenswert ist. So, unser Poseidon, auch der leistet uns sehr gute Dienste, wobei ich das bei dem ein bisschen schade finde, dass der sowohl Direct- als auch Ranged-Attacken hat. Das macht das schwierig. Also ich könnte mich natürlich trotzdem jetzt konzentrieren auf eins von beiden, aber dadurch, dass ich ja immer randommäßig kämpfe, beziehungsweise die mit Autokampf meistens antreten lasse, ist das... ja, kann ich das nur schwer beeinflussen, was die letzten Endes anwenden. Und da wir momentan uns mit drei Leuten unterwegs sind, packe ich mal sicherheitshalber den Vampirrohr noch mit rein. Wer weiß, wann uns irgendein wild gewordener Stadtbewohner wieder angreifen möchte. Man who dreams of getting rich. When I was a kid, that massive thing in the center of town was still half buried. We found so many rare and unusual materials back then. The fighting in this region during the Golden War was especially fierce. That's why even 1,000 years later this is still a barren desert. There should still be plenty of good things buried down here somewhere. Ja, ich wundere mich sowieso. Ich dachte eigentlich, dass wir, wenn wir in Junk City ankommen, hier laufenweise Leute mit Schaufeln in der Hand finden, die nach irgendwelchen Goldstückchen buddeln oder so. Girl who cannot let past love go. Could it be? Sorry. No, impossible. I'm sorry. A case of mistaken identity.
I saw Yuki was back, but I guess her dead brother is asking too much. I just saw Yuki over by the grave of her brother at the Junk Mountain. Okay, ich glaube, diese Info ist neu für uns. Yuki hat einen Bruder und er scheint tot zu sein. So, so, das ist, ja, wie gesagt, neu für uns. Und ich frage mich auch gerade, wie die Frau uns verwechselt haben will, wenn sie doch eigentlich nicht sieht, wenn sie doch einen Schleier vor Augen hat. Vielleicht ist das ein total hochwertig verarbeiteter Stoff, wo sie doch durchgucken kann, wo das nur für Außenstehende so aussieht, als ob man nicht sehen könne. Hallo, was hast du mir mitzuteilen? Man who smells of spice. This city is a fantastic place. It really is. No taxes, no stupid leaders. Nothing like my hometown. Back there, the stupid Shogun. That's the ruler. The latest one is just terrible. I'm from Kyoto City to the west of the desert. I'm glad I made the crossing to get to this place, I can tell you. Okay, die Meinungen gehen ziemlich stark auseinander. You can buy and sell whatever you want here. No taxes either. Fantastic. I'm so glad I crossed the desert to get here, I can tell you. Ah, ja. Sei deines Lebens froh. Er bereut seinen Umzug nicht. Tausend andere, mit denen wir gesprochen haben, sind hier sehr, sehr unglücklich. Die eine wird auf offener Straße ausgeraubt. Dem anderen ist es hier zu heiß. Der dritte ist zu arm und kann hier kein Money machen. Aber das erklärt vielleicht auch Yukis Mentalität, warum sie so geldfixiert ist. Weil Geld scheint ja ein recht großes Thema zu sein in dieser Stadt. Ah, mit dem haben wir schon gesprochen. Ich sollte mir vielleicht anfangen zu merken, wie die Leute hier aussehen. Dadurch, dass sie hier so spazieren gehen, was ich eigentlich super klasse finde, auch in anderen Spielen, komme ich hier ein bisschen durcheinander. Guten Tag. Men given to thievery. How about a trade? A trade? Yeah, I give you this VP cost cut for 200 speed stones. Oh, das sind viele. Ich glaube, die haben wir nicht. A pretty good deal, I think. How about it? Well, nee, erstmal nicht. Ich weiß ja nicht mal, was das ist. No, thanks. I'm not into trading stuff. I like to pay for things. Speedstones are hard to come by, too. Oh, well, I can't expect much more from folk from other cities, I guess. If you have a change of heart, come back and see if I've still got it, okay? Ja, ja, wie sie gleich unfreundlich und patzig wird, wenn wir ihren Deal abschlagen oder dem nicht Folge leisten. Sehr, sehr schade. Das spricht nicht gerade für einen guten Charakter, junge Frau. So, was hast du anzubieten? Auch ein Tauschgeschäft? The Legendary Conman. You're new here and you've got poor written all over your face. Oh, was für eine nette Begrüßung. Yuki, now you... What's with all the people coming in here recently? Yuki steht doch gar nicht mehr bei uns. So ein blöder Fehler. All money-grabbing losers desperate to make a name for themselves. Ja, vielen Dank, lieber Mann. Why can't a noble from London City or a rich student from Yokohama come through here? You know, someone I can make a bit of money from. Tja, mach dir mal Gedanken, weil willst du denn wissen, wie viel Geld wir dabei haben? Nur weil du so elendig vorurteilsbehaftet sind, wirst du jetzt hier nicht das Geschäft deines Lebens machen. The Excavationist. You're having to join the Golem Strikers too, are you? Golem Strikers? What do you do? Oh, you don't know? Forget it then. Come on, tell me, tell me. You sound like a spoiled brat, bah. We're the elite strike unit who take down the red golems for rich folk. I doubt a kid like you could ever get in anyway. So just forget it. The more members we have, the less each of us makes, you see. Meine Güte, sind die hier unfreundlich. Okay, wir signen uns mal ab. Yeah, sign me up. I thought so. You're new here though, aren't you? Our boss doesn't like new faces. You'd better just give up and look for work elsewhere, okay? Oh, come on, I want to find some treasure. Ha, whine on, Brad, just give up. Bah, no fun.
Vor allen Dingen, warum fragt er uns denn, wenn er uns dann sowieso abserviert? Ja, spricht auch wieder nicht gerade für die größten Hirnkapazitäten, die du Idiot hier mit dir bringst. Ey, stresst mich sowas. Erst anwerben und dann ablehnen, ey. Sowas habe ich ja gerne. Und die Kisten hier bringen uns auch nicht viel. Oh, das ist Karin. Da erhält sich gleich meine Laune wieder. Ich spreche mal erstmal zu der Händlerin hier. The Digger. You're not from the city, are you? Come to peddle some junk. No, actually, we're just passing through. Then I've got nothing to say to you. You're in my way. Get out of here. Okay, ich quatsche dich trotzdem nochmal, auch wenn du mich jetzt bestimmt gleich wieder vollpöbelst. Ist okay, mit mir kann man es ja machen. Yes, you got anything good? No, sorry. Not much luck recently. Slim pickings, I'm afraid. This could be the end. Ja, warum pöbelst du mich dann an? Warum, wenn du sowieso nichts anzubieten hast, ja? Du, mit deinen dicken Melonen da auf deinem komischen Pseudotresen. Hallo, Karin, bitte sei nett zu uns. Junk City Foods look pretty tasty too, don't they? Huh? What you doing, Karin? Just looking at all the foods that are on sale here. Maybe I try making something with junk food ingredients sometime. Please, no. Zuma, es ist doch gemein. Vielleicht wird sie sich auch verbessern. Eine Chance könnte man ihr ruhig geben. Hatten wir das schon? Ja. Ja. Nichts Neues hier. Oh, hier geht's jetzt einmal im Kreis und ich habe damit schon wieder so leichte Orientierungsschwierigkeiten. Ich glaube aber, hier sind wir gewesen und ja, da oben steht Rhaegar. Ich habe meine Orientierung wieder. Da geht es wahrscheinlich die Treppe hoch zum Palast des Obergurus. Deswegen gehe ich ja zuerst mal hier hin. Ich glaube, hier war auch noch eine Leiter und da hätte ich vorhin auch oben entlang laufen können, glaube ich. Ah, okay, jetzt habe ich einen kleinen Umweg gemacht. Wäre ich denn an der anderen Weg im Kreis gelaufen, wäre ich schneller da gewesen. Aber egal. Und wir haben... Oh, das geht ja hier immer weiter. Wow, das ist echt riesig, dieses Gebiet. Ich gehe mal erstmal hier lang. Ich glaube, da komme ich nämlich dort raus, wo ich schon mal gewesen bin, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, und da oben steht jemand. Das heißt, da müssen wir auch irgendwie noch raufkommen, hoffe ich. Die Person wird ja wohl kaum zur Zierde dort oben platziert sein. So, also hier geht es schon mal nicht hoch. Da haben wir ein paar mehr Kisten zum Zertrümmern. Ach, und jetzt geht hier das große Gähnen los. Ich bitte es zu entschuldigen. Old lady who loves peace. I'm glad Yuki came back. She seems as lively or lively as ever. Although back when she was a kid, she would hide behind her brother. I don't mind a bit of action in the city, but I don't want trouble again either. Again? Oh, nothing. Forget it. Hm, kryptische Worte, alte Frau. Jetzt sag mir bloß, dass du Ärger verursacht haben willst. Oder warst du Ärger einfach nur mitbekommen? Oder was ist hier los? Das war mir etwas zu vage als Beschreibung. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Oh, und wir haben einen Mindgem. Und langsam sollten wir uns wieder einen kleinen... oh, Golem Lab, da gehen wir gleich mal rein. Sollten uns auch langsam wieder einen kleinen Vorrat von diesen Gems hier ansammeln. Denn innerhalb der letzten Folgen haben wir ganz schön viel an Waffen-Upgrades und auch an neuen Golems investiert und ausgegeben und überhaupt. So, das scheint dann das Grab ihres Bruders zu sein. Oh. Hey. Yuki. Bro. I'm sorry. Hey, Yuki. I'm going to be number one in the world. I'll get that instrument and money. Ja, stimmt. Am Ende der letzten Folge war die Rede von einem Magic Instrument, wonach Yuki angeblich schon mal gesucht haben soll. Das ist aber nicht weiter erläutert worden. Vielleicht erzählt sie uns ja jetzt was dazu. Hey, what's up, Yuki? No way, bro. Bro? Who, me? Atsuma,
Atsuma. It's you. Okay, sie hat uns gerade mit ihrem Bruder verwechselt. Vielleicht war meine Interpretation ihres Verhaltens, dass sie in Atsuma verknallt ist, vielleicht doch nicht richtig. Vielleicht hat sie uns auch einfach nur mit dem Bruder verwechselt oder sich an ihn erinnert gefühlt. Na, wir schauen mal weiter. Yeah, who'd you think it was? What are you mumbling about? Nothing. Of course it's you. I can see you now. You're weird. I'm sorry. You don't have to apologize, okay? It's time to leave anyway. The others should be close to the oasis by now. Okay. But could you go on ahead? Well, okay. No problem. I'll see you there. Okay. Thanks. I won't be long.